Willkommen zusammen zu unserem kleinen Weihnachtsspecial. Wir fahren auf der Arosa-Bahn mit unserer GE442, unseren Einheitswagen da hinten. Es schneit. Wir sind hier in der Schweiz im Kanton. Ich weiß es nicht, da hätte ich mich drauf vorbereiten können. Und wir springen mal in den Führerstand. So, die Türen sind schon offen. Wir machen uns mal ein bisschen Licht an. Hauptschlüssel und Fahrtrichtungswender nach vorne. Da können wir schon mal die Bremse lösen. Ziehen die. Ja, okay, die Lokbremse ist angelegt. Dann können wir die Zugbremse schon mal lösen. Vakuumpumpe lassen wir so. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns hoch. Jawohl. Fahrberechtigung. Ich glaube, das ist hier auf die. Nee, das müsste auf die 1 und den Zugschluss auf die 2. Spitzenbeleuchtung. Ja, nehmen wir mal so. Führerstandsbeleuchtung machen wir uns gleich wieder aus. Türen können wir schon mal rechts, glaube ich, zumachen. Genau. Rückspiegel nehmen wir uns noch mit rein. Instrumentenbeleuchtung haben wir hochgedreht. Fahrplanbeleuchtung ist oben. Das passt alles. Zugsammelschiene ist ein. Zugbeleuchtung machen wir noch für unsere Fahrgäste an. Hauptschlüssel, Hauptschalter, Stromabnehmer. Jawohl, dann Licht wieder aus. Wir lösen die Lokbremse. So. Bremszylinder entleert sich. Und dann geben wir ein wenig Leistung mit dazu. Schalten uns den Scheibenwischer an. Also ein bisschen schnell. Wo war der Scheibenwischer noch gleich? Müsste hier sein. Achso, die Geschwindigkeit können wir davon gar nicht verändern. Na gut. Okay, so, dann dürfen wir, ich glaube, 20 fahren. Ich weiß gar nicht, ob unser Zugsicherungssystem an ist. Der hält auch schön. Ja gut. Kontrollieren wir mal unser Spitzensignal. Ja, das ist das Falsche. So vielleicht? Nee. Noch schlimmer. Null vielleicht? Ja. Tatsache. Und hinten ist aus. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe doch hier den Zugschluss auf 2. Was ist, wenn ich ihn auf 1 lasse? Nee, auch nicht. Na egal, dann lassen wir den so. Wieder ist. Ja, kleines Weihnachtsspecial. Ist auch nicht in diesem Sinne so großartig besonders. Wir fahren halt einfach nur mal die Arosa-Bahn hoch. Die Strecke wurde ja kürzlich geupdatet, sodass der Fahrplan jetzt mittlerweile funktioniert. Es gibt auch ein Livery Pack, das rausgekommen ist für die Arosa Bahn mit der GE442 in verschiedenen Repaints, sowie einem Aussichtswagen und einer sehr schön weihnachtlich dekorierten Strecke. Auf die habe ich allerdings verzichtet, da mich persönlich das jetzt nicht so sehr gegriffen hat, dieses Repaint Pack. So, wir müssen jetzt gleich 25 fahren dürfen. Auch schön. Es zeigt sogar die richtige Uhrzeit an, nicht schlecht.
was können wir hier einstellen? Führerstandslüfter. Ah, macht sogar Geräusche, nicht schlecht. Totmannschalter. Ja, den wollte ich drin haben. So, da geht jetzt hier eine Weiche ab. Hier müsste so eine Art Betriebshof links sein. Oder Depot, ich weiß es nicht mehr so ganz. So, ab hier dürfen wir dann 30 fahren. Nämlich ab diesem Schild hier. Glaube ich zumindest. Oder dürfen wir ab hier jetzt nur 23 fahren? Wir dürfen auf jeden Fall jetzt 30 fahren, also gehen wir hoch auf die 30. Und der nächste Halt ist dann in 5 Kilometern in Lyon-Castiel. Ja, das wird eine gemütliche Fahrt heute werden. Fahrtzeit rund eine Stunde. Wir fahren einmal komplett hoch. Bis rauf nach Arosa. Also ich muss immer wieder sagen, so die Nahszenerie der Strecke ist wirklich schön. Also das sieht schon hübsch aus. Das Schild ist auch toll. Hat vermutlich eine Geschichte. Bestimmt war schon mal ein Auto hier auf den Gleisen. Hat sich schon mal hierher verirrt. Und seitdem hängt dann dieses Schild dort. Ach, hübsch. Domat. Interessant. Machen wir ein bisschen Drohnen-Cam-Action. Ah, okay, die FPS sind aber nicht so gut, muss ich sagen. 24, man merkt es. Wobei, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas in den Einstellungen verändern kann. Irgendeine Grafikeinstellung mal ein bisschen runter. Und dann gucken wir mal, wie sich das auf die FPS auswirkt. Ne, machen wir es hier mal bei den erweiterten Einstellungen.
gehen wir mal auf. Aber das ist schon auf Mittel, das ist schon auf Mittel, Qualität des Laubs hoch. Wenn ich hier auf Mittel gehe, gucken wir mal. Aha, haben wir schon mal direkt 2-3 FPS dazu gewonnen. Ja gut, den Rest lasse ich so. Das passt. Okay, weiter geht's. So, wir dürfen ein wenig beschleunigen. Also drehen wir mal das Rad noch ein bisschen hoch. Auf die 3.3 Fahrstufe. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Wolken einstellen sollen. Also ich finde die Strecke ist okay. Von der Qualität nicht die beste. Also wenn man jetzt hier so rechts, ich mache nochmal das Fenster runter, wenn man sich das anguckt, denkt man sich eher so, ja, nein. Aber wenn man so geradeaus guckt oder sich hier die Landschaft in der Nähe anguckt, ist es in Ordnung. Natürlich lebt so eine Bergstrecke davon, dass auch die Berge gut aussehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber okay, das ist halt deren erste Bergstrecke, die erste Arosa, die erste RHB-Strecke. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann noch eine weitere kommen wird und dass die dann vielleicht qualitativ schon mal etwas besser ist, dass vielleicht die Bäume ein wenig dichter verteilt sind oder dass man zumindest vielleicht 2D-Assets benutzt. Ich glaube, das sind sowieso 2D-Assets, kann das sein? Oder sind das 3D-Bäume? Weiß ich gar nicht, aber können wir mal direkt gucken. Was haben wir noch? 3 Kilometer. Also 3 Kilometer Luftlinie. Wenn wir mal hier rüberfliegen. Ah ne, das sind tatsächlich 3D-Bäume, ne? Ja, Tatsache. Wo sind wir? Da oben. Ja, was halt hier auch fehlt, das merkt man, wenn wir hier sind. Jegliche Form von Ambiente-Geräusche, ne? Also wir haben halt keinerlei Ambiente. Hier ist nichts an Luft zu hören, nichts an Landschaft oder so. Das finde ich sehr, sehr schade. Das ist ja auch, wenn man in den Städten, wenn man in Chur zum Beispiel selbst ist, da hört man auch keine wirklichen Autos. Da hört man, oder vielleicht hört man noch Autos, das weiß ich nicht, aber man hört halt zum Beispiel keinerlei Menschen, die in irgendeiner Form miteinander reden. Wo ist unser Zug? Müsste der jetzt nicht immer rauskommen? Da ist er. Ja, das ist halt irgendwie unschön, finde ich. Auch das hier mit der Lichteinstrahlung, falls wenn ich hier mit so einer Taschenlampe da drauf halten würde, keine Ahnung, woran das jetzt liegt, finde ich halt auch nicht so gekonnt, ehrlich gesagt. So, je näher ich rangehe, desto mehr verschwindet wiederum die Sonne. Egal, wir gucken uns noch schön an, das sollte ein kleines Weihnachtsspecial werden und nicht hier ein Rant über Arosa. Ja, wenn man nicht rampen möchte, sollte man die Augen schließen bei der Strecke. Naja. So ab hier 30. Glaube ich. Oder nee, doch nicht. Doch.
Wir haben weiterhin grün. Ja, da winden wir hier unseren Weg. Da winden wir uns den Berg hoch. Wir winden nicht den Weg, wir winden uns den Berg hoch. Ich frage mich, ob diese Anzeigen in irgendeiner Form funktional sind. Das können wir, wenn wir in Lünen-Castiel angekommen sind, können wir das ja mal ausprobieren. Also theoretisch müsste doch diese Anzeige mit der Fahrmotorenstrom müsste ja theoretisch auf Null gehen, sobald wir stehen. Dieser Bereich von der Arosa-Bahn ist aber extrem schön gemacht hier im Simulator, muss ich sagen. Also die Felsformation hier, das ist nicht schlecht. Ja, von den Displays ist keins interaktiv. Das wäre natürlich ganz cool. Landquart. Ich überlege gerade. Das wäre ja witzig, wenn das hier so eine Art Foreshadowing oder so ein Teaser wäre auf deren nächsten Routen. Dann hätten wir FBG, wo ich nicht weiß, wofür das steht. Ich überlege gerade mal FBG, ob mir da irgendetwas einfällt. Pilzberg in Graubünden. Das könnte hinkommen. So, und was haben wir sonst noch? Landquart, Langquart.
Das müsste. Ist das die Berliner Bahn? Weiß ich gerade nicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt gleich in Lyon-Castiel. Und haben auch ein rotes Signal voraus. Also fahren wir langsam in den Bahnhof ein. Wir nutzen hier die E-Bremse voll und ganz aus und bremsen mit ein wenig Luftdruck nach. Drücken hier auf die Zugsicherung. Nicht? Okay, dann nicht. Okay, da sieht man auf jeden Fall, die Anzeige ist tatsächlich interaktiv. Das war auch die ganze Zeit Fahrmotor, Diff, Strom. Das war auch die ganze Zeit schon bei 0. Und die Zugheizung. Die Frage ist, wenn ich die Zugsammelschiene ausmache, geht dann die Zugheizung auch auf 0? Machen wir mal. Nee, dann lassen wir die Zugsammelschiene ein. Okay, wir müssen 3-4 Minuten warten. So, wir ziehen mal die Lokbremse voll an und lösen die Zugbremse. So, eine Minute sollen wir noch warten. Huch, ist der direkt durchgefahren? Okay. Ist ihn nicht kalt? Nee? Okay. Auch schön, dass wir hier die Automaten haben mit der Schweizer. Willkommen. Benvenuti, bienvenue, welcome. Aha. Das IC-Gerät. Nicht schlecht. Können wir hier die Weiche umstellen? So. So, dann machen wir die Türen zu. Hätten wir die Türen rechts aufmachen sollen? Nein, ich glaube, links ist okay. Okay, dann würde ich sagen, Zugbremse ist gelöst. Dann lösen wir direkt die Lokbremse und na? Hallo. Also Lokbremse ist gelöst. Was ist dein Problem? Habe ich irgendwie die Handbremse oder sowas gerade angezogen? Was ist das hier? Maschinenraumbeleuchtung? Ne. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist. Also du lösen. Du lösen. Türen sind zu.
öffnen wir noch mal kurz die Türen und machen sie zu. Verstehe ich nicht, warum der die Bremsen nicht löst. Also nochmal Fahrtrichtungswende aus Vorwärtsstellung. Nee, wir haben hier noch eine Bremse angezogen. Warum? Wo ist die Handbremse hier? Da. Nein. Lösen. Wir machen mal Folgendes. Hauptschalter raus. Aha. Jetzt lösen sich die Bremsen. Oh, wir rollen nach hinten. So, Hauptschalter geschlossen. Das V hier leuchtet. Achso, ja, Bremsen lösen. Aha. Warum? Nein, nicht die rechten Türen auf. Ups. Sorry. Warum musste ich jetzt gerade den Hauptschalter einmal rausnehmen und den wieder reintun? Kann mir das jemand erklären? Das ergibt doch keinen Sinn. So, es wird jetzt langsam dunkel, die Nacht zieht ein. Auch wenn es irgendwie ungewöhnlich hell ist, dafür, dass der Himmel so dunkel ist, das sieht irgendwie ziemlich falsch aus. Sieht gerade aus wie eine Sonnenfinsternis. Ja, komm, Arusa-Bahn, enttäusch mich doch nicht so. Also ich finde, alle paar Wochen, Monate kann man sich mal eine Fahrt auf der Arusa-Bahn gönnen, dann reicht es auch. Und dann kann man das ja wieder machen. Dafür ist es in Ordnung. Für ab und zu mal. Das ist dann ein okay. Machen natürlich den Scheibenwischer aus, wenn wir im Tunnel sind. Wir wollen ja keinen unnötigen Verschleiß. Hallo.
Ja, einer der wenigen Oldschool-Fahrzeuge, festland-europäischen Oldschool-Fahrzeuge, die wir so im TSV haben. Die GE442 ist auch nicht gerade die neueste aller Loks. Und davon haben wir aber prinzipiell nicht besonders viele im TSW, ne? Also schön alte Loks. Im deutschsprachigen Raum ist es halt eben die GE442. Gut, hier in der Schweiz spricht man natürlich auch Rätoromanisch und Français und zum Teil auch Italienisch. Und Schweizerdeutsch natürlich. Aber ich zähle trotzdem die Schweiz definitiv zum deutschsprachigen Raum mit dazu. Und da ist, wie gesagt, die GE442 so einer der wenigen Loks, die von sich behaupten können, schon ein wenig älter zu sein. Eine der anderen Loks, auf die das so zutrifft, wäre die 155. Die ja auch die einzige Lok der Deutschen Bahn ist mit diesem Handradschalter. So wie auch hier in der GE442. Ne, da haben wir auch diesen Handradschalter, um Leistungen aufzuschalten, wahlweise um die E-Bremse zu benutzen. Die 155 hat das auch. Und ansonsten, was auch noch Altbau ist, ist natürlich die 143 bzw. die 112. Aber das war's dann auch. Mehr Altbau ist da nicht. Alles andere ist für mich modern. Moderne Drehstromloks. Naja, die 146, die 101, auch wenn die 101 auch nicht gerade tagesaktuell ist. Die ersten 101er werden ja langsam verschrottet. Leider. Und ansonsten haben wir halt die modernen Triebzüge. Der ICE3 ist natürlich auch nicht mehr der neueste aller Züge, denn ICE3 ist, glaube ich, erstmalig 1998, glaube ich, auf deutschen Schienen unterwegs gewesen. Das sind halt eben schon 23 Jahre. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Quatsch über den ICE. Aber ich meine, der ICE3 98, Pi mal Daumen. Die Baureihe 422 ist auch mittlerweile nicht mehr die neueste aller Baureihen. Im Ruhrgebiet fahren ja nur noch vergleichsweise wenig 422er rum. So, hier halten wir nicht, sondern wir halten erst in 1,5 Kilometern in Peist. Jawohl, wir haben Freifahrt. Zu sehen daran, dass diese beiden, dass auf dieser rechten Tafel die beiden Punkte vertikal aufleuchten. Das bedeutet, für unser Gleis ist freie Fahrt gegeben.
800 Meter, 800 Meter Luftlinie, dann sind wir in Peist. Gehen noch mal kurz hoch auf die 33. Wir müssen ja ein bisschen Zeit gut machen. Wir haben ein bisschen Verspätung uns eingehandelt durch die Aktion von vorhin. Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ab hier gelten die 30. Oder ich glaube, das war die Vorankündigung auf 30. So, Fahrschalter auf 0. Nehmen wir die E-Bremse. Und helfen dann zum Schluss nach mit der Zugbremse, mit unserer Vakuumbremse. So, wir machen mal die Türen auf. Ich greife mal eben kurz zu meiner Flasche Wasser. So. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Lösen, lösen. Und auf geht's. Jawohl. Da sieht man auch, dass hier die Ampere-Anzeige hochgeht. Wir dürfen, ich glaube, 30 fahren. Da sehen wir auch für, also die Durchschnitts, der Durchschnittsstrom, der hier fließen sollte, sollte pro Stunde bei ungefähr 650 Ampere maximal liegen. Und man kann aber kurzzeitig, für 3 Minuten ist es okay, bis auf 950 hochzugehen. Und im Bremsvorgang, im dauernden Bremsvorgang auf 585 maximal. So, wir können sogar auf die 33 hochgehen. So, nochmal kurz einen Schluck trinken. Wurde nämlich frisch geboostert. Das bedeutet also immer schön viel Flüssigkeit aufnehmen. Dann hat man auch keinerlei Nebenwirkungen. Oder gut, das kann ich nicht garantieren, aber prinzipiell sollte man, wenn man sich boostern lässt oder generell, wenn man sich impfen lässt, möglichst viel Flüssigkeit aufnehmen. Und das unterstützt auf jeden Fall den Körper. Daher eine Empfehlung. Ich empfehle Wasser. Shoutout an Wasser. Und natürlich auch an die Impfung. Lasst euch impfen. So, so viel dazu.
So, wir fahren jetzt auf Langwies zu und da werden wir einen ganz besonderen Anblick genießen dürfen. Wir fahren nämlich gleich über das Langwieser Viadukt und das ist dann auch praktisch das Highlight dieser Folge, würde ich behaupten. Dieser Episode, dieses Let's Plays, dieses Videos. Dieser kommentierten Führerstandsmitfahrt. Dieser kommentierten virtuellen Führerstandsmitfahrt. So, jetzt habe ich's. Ich finde dafür, dass man so langsam fährt, ne? 33 km/h ist jetzt nicht besonders schnell. Also so ein Usain Bolt kann definitiv schneller sprinten. Natürlich nur auf eine kurze Distanz, alles klar. Aber auf 100 Meter hätte der Zug definitiv keine Chance gegen Usain Bolt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wie bin ich denn dazu für Usain Bolt gekommen? Ist ja auch egal. Ja, sehr, sehr schön. Auch wenn die landschaftliche Gestaltung dahinter eher zu ignorieren ist. Da hinten seht ihr es schon, das Langwieser Viadukt. Und das leuchtet. Ja, sehr schön. Das ist cool gemacht. Also das gefällt mir wirklich sehr. Das ist ja tatsächlich realistisch, ne? Die machen das ja wirklich mit der Brücke. Um Weihnachten herum. Kann man mal googeln. Das Langwieser Viadukt. Das sieht dann tatsächlich so aus. Bis Langwies ist es dann auch nicht mehr lange. Ungewolltes Wortspiel, beziehungsweise nicht mehr, was heißt nicht mehr lange, sondern das ist direkt hier vorne. Shit. Ja. Ups. Ja. Ja, ja. 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 Dann machen wir das anders.
Aha, das ist mir so selten bisher passiert. Okay. Stellen wir uns mal hier Niederschlag ein. Nässegrad. Schneegrad. Ganz hoch. Wölkungsgrad. Ganz hoch. Auf geht's. Nee, das will ich nicht. Zu Fuß erkunden. Ja. Ja. Das passiert manchmal, wenn man nicht ganz so smart ist. Ja. Kommt gerade vielleicht ein Zug? Das wäre schön, wenn wir irgendwo einen Fahrplan hätten und wir haben hier einen Fahrplan. Ah, schade, den kann man aber nicht lesen. Bisschen dunkel hier. Machen wir uns mal die Taschenlampe an. Wo kommen Sie denn alle her? Ah. Okay. Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas zum Checkpointen? Nö. Achso, das finde ich auch immer ganz cool. Louise Baxter. Wer weiß, vielleicht heißt das, dass irgendwann mal der Allegra-Triebwagen auch noch kommt. Ja, ihr seht, ich bin ein wenig verzweifelt. Das war jetzt ungeplant. Ich dachte, wir fahren nämlich ganz hoch bis nach Arosa, aber das werden wir offensichtlich nicht tun, denn meine mangelnde Kompetenz hat mal wieder zugeschlagen. Angucken wir uns das Ganze einfach mal so an, hier aus der Ferne. Das sieht eigentlich ziemlich hübsch aus, ne? Gehen mal bis ganz nach unten. Also das haben die schon echt gut gemacht, definitiv. Wenn man auch noch gut fahren könnte, also das, was ich nicht kann, dann würde man auch noch mit dem Zug darüber fahren und dann hätte man ganz schön hier die Perspektive genießen können, so von hier aus. Wie der Zug da drüber lang fährt, aber ja. What? Wie ist das denn passiert, bitte? Okay. Gehen wir nochmal hoch. Wir machen mal Folgendes, bitte nicht nachmachen. Wir laufen mal auf den Gleisen entlang bis zur Brücke. Die Signale sind rot. Das heißt also, von hinten kommt erstmal kein Zug. Können wir auf diesen Wartungssteg laufen? Ja, so halbwegs. Ja gut, das bringt einem halt herzlich wenig hier auf dieser Brücke zu sein, ne? Wenn man dann nichts mehr von erkennen kann, großartig. Aber wir gucken uns das noch von der anderen Seite an. Auch von der Seite sieht das natürlich ganz, ganz schön aus. Ja, und wenn ihr mich fragt, wie es sein kann, dass ich überhaupt hier zu Fuß unterwegs sein kann in diesen Gefilden, das ist diese Out-of-Bounds-Mod, die man
installieren kann, wenn man auf dem PC spielt. Die hilft da natürlich einem sehr. Gut, mit diesem etwas unverhofft vorzeitigen Ende bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem als kleines Weihnachtsspecial Spaß gemacht. Ja, es war natürlich ziemlich uncool, dass ich da jetzt über das rote Signal gefahren bin. Aber gut, passiert den Besten. Immer wenn irgendein Quatsch passiert, sage ich auch immer, passiert den Besten. Ja, wie auch immer, Lirum Larum, macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.